Es war der 23. Dezember im Jahr 2004. Berlin hatte Hamburg als Deutschrap-Metropole abgelöst und Namen wie Sido, Kool Savage und Bushido galten als Vorreiter der deutschen Hip-Hop-Szene. Es war das Jahr, in dem Klassiker wie Maske, die Agro-Ansage 4 oder die Neuauflage von King of Kings das Licht der Welt erblickten. Alben, die heute als selbstverständlich gelten, wurden damals das erste Mal von Leuten gehört, die heute vermutlich in ihren 30ern angekommen sind. Doch gerade am Ende des Jahres sollte sich ein Moment ereignen, der die Szene für immer veränderte. Der damals 21-jährige Echo Fresh veröffentlichte den Diss-Track Die Abrechnung, der wie ein Kreuzfeuer gegen die damaligen Hip-Hop-Legenden aus Berlin feuerte. Echo rechnete, wie es der Name schon sagt, mit Bushido, Sido, Flair, aber vor allem seinem ehemaligen Mentor Kool Savage ab. Die Resonanz war gewaltig. Die Empörung und Begeisterung gleichermaßen im Überfluss vorhanden und vor allem stieg die Spannung ins Unermessliche. Denn jeder, wirklich jeder, sprach damals darüber. Leute sagten, Echo würde wieder rappen wie früher. Flair antwortete nur wenige Stunden später mit seinem Diss-Track Hollywood-Türke und auch Wochen später meldeten sich Künstler aus dem Hause Optik Records zu Wort. Und obwohl die Abrechnung in aller Munde war und einige Rapper ihr musikalisches Territorium verteidigten, so gab es doch einen unter ihnen, besser gesagt über ihn, auf dessen Antwort alle hinfieberten. Alle warteten darauf, dass der King of Rap persönlich von seinem Thron steigt und seinem Namen erneut alle Ehre erweist. Das Schlachtfeld war abgesteckt, die Fronten waren geklärt. Und plötzlich, keine 3 Monate später, am 7. Februar 2005, war es soweit. Es ereignete sich ein Moment, wie er sich vermutlich nie wieder in der Deutschrap-Geschichte ereignen würde. Eine Niederlage, wie sie bis dato nie bezeugt wurde. Savage machte kurzen Prozess mit Echo, denn es wurde ein Urteil gesprochen. Du hast es geschafft! Und damit herzlich willkommen zum ersten Teil der Videoreihe Die besten Diss-Tracks der Deutschrap-Geschichte. Ich denke, jeder von euch dürfte das Urteil von Savage kennen. Es hat mittlerweile einen popkulturellen Status und wir, oder zumindest meine Generation, nehmen diesen Track als selbstverständlich an. Aber wie hat sich das für die Generation angefühlt, die gerade mitten im Leben war, als dieses Meisterwerk erschienen ist? Was waren die Auswirkungen, Hintergründe und Geheimnisse hinter dem legendären Urteil? In diesem Video tauchen wir in eine längst vergangene Zeit und finden dabei den ein oder anderen verborgenen Schatz. Außerdem werde ich euch heute zeigen, warum dieser Diss meiner Meinung nach der beste im kompletten Deutschrap-Sektor ist. Dabei ist wichtig, dass wir in diesem Video das Ganze historisch aufgreifen. Wenn ihr euch aber eine Rap-Analyse wünscht, wo ich Flow, Beat, Technik und alles andere analysiere, schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Ihr könnt außerdem gerne schreiben, was ihr mit dem Urteil verbindet und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann lasst doch gerne ein Abo da, dann weiß ich, dass ihr mehr davon sehen wollt. Aber wie kam es eigentlich dazu, dass Echo sich gegen seinen ehemaligen Mentor wandte? Noch 2 Jahre zuvor arbeiteten beide als sehr enge Freunde zusammen unter einem Dach an gemeinsamen Songs, die heute als Klassiker gelten. Viele erinnern sich an Tracks wie Optik Anthem, massenhafte gemeinsame Auftritte der beiden, an die positiven Vibes in Interviews auf Viva oder die einzigartige Energie auf gemeinsamen Tracks. Trotz alledem sollte diese Freundschaft, die Anfang der 2000er begann, bereits 2003 in die Brüche gehen. In diesem Jahr verließ Echo das Label Optik Records kurz nach dem König von Deutschland Release. Grund dafür war eine musikalische Meinungsverschiedenheit, die auf persönlicher Ebene mit Savage eskalierte. Echo warf vor, er würde andere Künstler kleinhalten wollen und das Rap-Game nicht teilen wollen. Echo durfte laut eigener Aussage kaum seine Künstlerfreiheit genießen. Ein Vorwurf, den Azad viel später im Jahr 2012 bestätigte. Kurz nach seiner Trennung von Optik veröffentlichte Echo bei BMG die Alben Ich bin jung und brauche das Geld und LOV. Während der Produktion dieser Alben arbeitete er eng mit Valeska zusammen, die ebenfalls ursprünglich bei Optik involviert war. Diese Zusammenarbeit wurde von Savage als eine Form des Verrats seitens der beiden betrachtet. Weil die Alben aber überwiegend pop-orientiert waren, fanden sie keinen besonders positiven Anklang bei den Fans. Das Ganze resultierte in unterschwelligen Disses auf den Songs beider Rapper. Kurz gesagt sprach Echo davon, dass er die neue Generation sei und dass die Alten nach Hause können. Savage erwiderte hingegen als Anspielung auf Echos gleichnamigen Hit, dass er der wahre König von Deutschland sei. Spätestens seit dem Release von LOV hatte man damals das Gefühl, dass Echo von Hip-Hop komplett auf R&B gewechselt ist. In einem Interview auf der Website von laut.de von 2004 äußerte sich Savage wie folgt dazu. Wie ist dein Verhältnis zu Echo nach dem Split? Kleinere Sticheleien konntest du dir auf dem neuen Album ja nicht verkneifen.
Es gibt überhaupt kein Verhältnis mehr. Wir sprechen nicht mehr miteinander und ich möchte auch nichts mehr mit ihm zu tun haben. Ich kann mittlerweile nur noch über seine Kinderkacke lachen. Besonders wenn ich mir das neue Video LUV angucke, wo er barfuß zu extrem poppiger Musik auf einer Yacht posiert. Echo soll machen, was er will. Don't hate, just celebrate. Er war zwar früher ein sehr talentierter Rapper, doch wenn ich ihn jetzt mit meinen Optikkünstlern wie Amar, Esti oder Erkandis vergleiche, zieht er den Kürzeren. Es war also wenig verwunderlich, warum Echo die Abrechnung geschrieben hat. Wenn man sich aus heutiger Sicht vor Augen führt, wie viel Kritik er von der damaligen Hip-Hop-Szene für seinen Werdegang abbekam, nur weil er sich musikalisch ausprobierte, dann ist sein Frust schon sehr gut nachvollziehbar. Azad bestätigte das sogar 2012, schlug sich auf Echos Seite und sagte, dass Savage Echos musikalische Ausflüge in andere Genres sehr einengte. Beide teilten sich also eine Zeit lang einen musikalischen Weg, der sich jedoch wieder sehr schnell gabelte. Und Savage war sich bereits im Vorfeld bewusst, dass ein Diss von seinem ehemaligen Schützling kommen würde. Laut einer eigenen Aussage aus dem Buch King of Rap, die 24 Gesetze, rief er kurz vorher noch Echos Mutter an, um sie vorzuwarnen. Das allerdings nicht für eine Drohung oder ähnliches, es ging nur darum klarzustellen, dass wenn etwas von Echo kommt, dass er antworten müsste. Übrigens alle Quellen zu meiner Recherche in diesem Video findet ihr unten in der Videobeschreibung. Schaut gerne mal rein, es fühlt sich wirklich an wie eine echte Zeitreise. Ende 2004 erfolgte schließlich die Veröffentlichung von Die Abrechnung, was zu einer deutlichen Verschärfung des Konflikts führte und eine Abfolge von Auseinandersetzungen in Gang setzte. Echo inszenierte sich als eine Art Opposition der Berliner Hip-Hop-Szene durch ein Video, welches in Köln gedreht wurde. Unter anderem waren damals auch Summer Jam und Manuelsen mit dabei. Neben Optik meldete sich auch Iggy J und Akro zu Wort, entweder um Kritik an Echo zu üben oder ihm beizustehen. Den Anfang machte Illmatic, ein Freund von Savage, mit seinem Track For Echo, der heute leider nicht mehr auffindbar ist. In kurzer Folge veröffentlichte auch Flair, wie am Anfang erwähnt, seinen eigenen kritischen Song und das nur wenige Stunden später. Die anhaltende Eskalation des Konflikts schien schließlich zu einem Punkt zu gelangen, an dem der King of Rap selbst aus seiner Position heraustrat, um dem widerwilligen Schüler zu zeigen, wie die Dinge gehandhabt werden. Schon bereits nach wenigen Tagen wurde der Track über 100.000 Mal gedownloadet. Er wurde durchweg von allen Kritikern positiv gelobt und Echo gab noch am selben Tag der Veröffentlichung seiner Aufgabe unter einem Rap.de-Artikel bekannt, den Savage sogar kommentierte. Und man darf hierbei nicht vergessen, dass es YouTube damals noch gar nicht gab. Tatsächlich wurde die Plattform 7 Tage nach dem Diss ins Leben gerufen. Die Leute saßen also auf glühenden Kohlen, bis das berüchtigte Video im verschneiten Wald auf MTV zu sehen war. Für damalige Verhältnisse ein geisteskranker Rap-Thriller, in der Echo sein eigenes Grab schaufeln musste, gezwungen von der schieren Übermacht seines Mentors. Die OGs unter euch erinnern sich wahrscheinlich noch an MTV TRL. Das war zu dieser Zeit die tonangebende Musikshow im kompletten deutschen Fernsehen. Hier feierte das Urteilvideo Premiere und war wochenlang auf Platz 1 der TRL-Charts. Und als wäre das nicht genug, sprach auch noch 50 Cent das Intro des Songs, eine Rap-Legende sondergleichen und damals einer der gehyptesten Acts der Welt. Dies war außerdem eine direkte Hommage an die Abrechnung, in der ein deutsch-türkischer Schwergewichtsboxer und Kickbox-Weltmeister das Intro sprach. Dementsprechend ist es auch schade, dass viele Leute die Abrechnung nie gehört haben. Denn erst wenn man den Hintergrund kennt, kann man das Urteil richtig verstehen. Es strotzt geradezu voll inhaltlicher Konter. Hier ein paar Beispiele. Echo warf Savage Neid, Illoyalität und Alpha-Tier-Verhalten vor. In das Urteil drehte Savage dann den Spieß um und warf Echo, den er als Jugendlichen mit nach Berlin und auf Gigs mitnahm und ihm dadurch Zugang zur Rap-Szene verschaffte, Untreue, Geld und Erfolgsgier vor. Beim Label BMG hatte Echo zum Beispiel die Nummer 1 Popschnulze Du hast mein Herz gebrochen für Yvonne Katterfeld geschrieben. Du warst weg, weit weg in der Popwelt, der Rapper, der Dieter Bohlen den Cock hält, bald gibt's Kopfgeld, du bist verrückt, du willst zurück, wer bist du nur, warst LOV und jetzt wieder Hip-Hop, du Missgeburt. Savage hatte sogar einen zweiten Song fertig in der Schublade, den er allerdings nie veröffentlichte, weil er sich aufgrund der extrem positiven Resonanz als eindeutigen Sieger der Auseinandersetzung sah, was fast einstimmig von der Szene wiedergegeben wurde. Der zweite Song sollte wahrscheinlich Der Untergang heißen, wie man auf rap.de nachlesen kann. Man kann sogar eine Live-Version auf YouTube finden, wie Savage den Track performt. Ich hab dich wegen Groupies verraten, was soll das bedeuten? Nächste Späte, lass diesen Teufel sterben, noch heute, und das ist dir zu deutlich, sorry, doch bald ist der Ärger um. Thomas Stein kann nichts dafür, doch ich bring dich und die Ärger um. Komm her, du Hund, Ekel, Echo, Bitch. Bora, bald fliegen wieder Zippos, die Flaschen, Karten und Tasten, Matratze, Stühle, Tische und Schrank. Baby, das ist nicht der, weil ich mit dem Pump kämpfe sein verschwendetes Leben voll und ganz beende. Dies war der bis dato heftigste Beef der Deutschrap-Geschichte.
Nach dem Urteil verlief die Zeit vorerst ruhig. Diese Ruhe hielt jedoch nicht lange an, denn bereits am 23.05.2005 veröffentlichte das Kollektiv von Optic Records die allseits beliebte John Bellow Story. Die komplette Optic Crew feuerte lyrisch gegen ihr ehemaliges Mitglied. Es war, als würde nonstop nachgetreten werden gegen einen Feind, der schon längst am Boden lag. Und der allgemeinen Meinung nach fanden die Hip-Hop-Heads das sogar berechtigt. Man dachte damals wirklich, dass sich Echo nie wieder von diesem musikalischen Untergang erholen würde. Und jetzt fragen sich wahrscheinlich viele von euch, warum Echo darauf nie mehr geantwortet hat. Warum hat er sich gegen diese Disses nicht mehr zur Wehr gesetzt? War es die schiere Überforderung der Situation? War der Backlash einer gesamten Rap-Nation mehr, als ein junger und motivierter Echo aushalten konnte? Die Antwort lautet nein. Denn er hatte bereits eine Antwort parat. Diese ist eine wahre Legende, ein Mythos aus der damaligen Deutschrap-Ära. Echo antwortete auf die John Bellow Story mit einem kompletten Tape. Fick deine Story lautete der Name der extrem seltenen Platte, die leider damals nicht das Gesicht der Welt erblickte. Sony BMG hat ihm damals strikt verboten, das Album zu veröffentlichen. Jedoch wurde es am 16.12.2005 über EGJ, wo er mittlerweile unter Vertrag stand, als abgeändertes Mixtape namens Fick immer noch deine Story released. Auch wenn das Mixtape finanziell floppte, traf der Gangster-Rap-Sound gepaart mit vielen Disses auf Anklang bei den Kritikern. Mittlerweile ist das Urteil bereits über 18 Jahre alt. Es ist ein Klassiker der deutschen Rap-Szene und auch wenn die heutige Rap-Jugend kaum etwas mit der Materie anfangen kann, so ist es dennoch ein Stück Geschichte, an das man sich immer erinnern wird. Es wäre auch unmöglich, den Impact dieses Tracks zu vergessen. Immerhin spiegeln sich bis heute zahllose Urteil-Inspirationen in den Songs deutscher Rapper wieder. Wahrscheinlich sogar oft, ohne dass die Interpreten es selbst merken. Denn mit jedem weiteren Diss-Track wuchs die Szene weiter. Wer weiß, ob ohne das Urteil Rap-Crews und Künstler wie die 187 Straßenbande oder Kollega heute so groß wären, wie sie sind. Wahrscheinlich wäre heute alles anders. Vermutlich hätten Video-Battles wie das JBB oder VBT nie in der Form stattgefunden, wie wir sie heute kennen. Auch andere legendäre Diss-Tracks wie Leben und Tod des Kenneth Löckler bauen stilistisch eindeutig auf diesem Fundament auf. Ob Savas damals schon ahnte, was er mit seinem Diss in Bewegung setzte? Immerhin sprach er schon 2005 von einer neuen Rap-Zeitrechnung. Rest in Peace, dies ist eine neue Ära und ich bin euer Lehrer und feuer die Gewehre. Laut seinem Buch sieht Savas das Urteil als den Blueprint der nächsten 10 Jahre. Er habe allerdings nicht vorausgeahnt, wie sich das Ganze entwickeln würde. Okay. Und warum ist das Urteil meiner Meinung nach der legendärste Diss-Track der Deutschrap-Geschichte? Savas sagt in seinem Buch King of Rap, die 24 Gesetze, folgendes. Um überhaupt einen guten Diss-Track zu schreiben oder überhaupt so viel Hass bzw. Abneigung gegen jemanden zu entwickeln, muss man ihn geliebt haben. Es ging nicht um Armeen im Hintergrund oder um Geld. Hier geht es um zwei Menschen, die sich eigentlich geliebt haben, aber keinen anderen Weg mehr sahen, als in die Schlacht zu ziehen. Deshalb macht Savas auch keine Disses mit Namen oder große Diss-Tracks, weil er vorher eine persönliche Bindung mit seinem Kontrahenten gehabt haben muss. Und auch wenn zum Beispiel Disses wie von San Diego gegen Gio aus dem Jahr 2014 überragend waren, so ist es am Ende doch die persönliche Ebene und die Verbindung der beiden Künstler, die den wahren Impact des Songs ausmachen. 2014 kam es erneut zu einer kurzen Spannung innerhalb der Fanlager, weil die Releases von Echos Album Deutscher Traum und Savas Comeback Märtyrer auf denselben Tag fallen sollten. Allerdings merkte man schnell durch Statements und Interviews der beiden Rapper, dass sie keinen Streit mehr wollen. Im Gegenteil. Echo Fresh hat sich auf 1000 Bars für Savas ausgesprochen und es folgten kurz darauf Gespräche. Bereits 2015 haben sie ihre Meinungsverschiedenheit längst hinter sich gelassen. Sie haben sich miteinander ausgesprochen und Echo hat das Treffen formuliert, als er im Buch von Savas sagte: Wir waren 2 Jahre zusammen, aber 20 auseinander. Die gemeinsame Zeit der beiden war für Deutschrap extrem prägend, aber im Nachhinein auch überraschend kurz, wenn man die Zeit und den Einfluss in Relation zueinander setzt. Echo hat eine gewaltige Rehabilitation als Künstler hinter sich, hat sich als Rapper um ein Vielfaches gesteigert und genießt bis heute ein Ansehen in der Szene, wie man es nach dem Urteil für unmöglich gehalten hat. Er hat einige der berühmtesten Künstler im Deutschrap-Kosmos entdeckt, Unmengen an Ghostwriter-Texten verfasst und neben Werbedeals und Showauftritten Songs mit Millionen an Klicks veröffentlicht. Und egal wie sehr ihn die übermächtige Welle seines Mentors getroffen hat, man sollte niemals vergessen, dass Echo ein Paradebeispiel dafür ist, wie man weitermacht, obwohl man von allen für tot erklärt wird.
Und damit endet unsere Reise in die vergangenen Tage einer ikonischen Rap-Ära. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welchen Diss ihr euch als nächstes wünscht. Und stimmt ihr mir zu, dass das Urteil der beste Diss-Track ist, oder seid ihr anderer Meinung? Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn Feedback von euch kommt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Dass es nie wieder werden wird wie früher, ist nicht schlimm. Denn das Früher war gut genug, um alle zu beeindrucken. Bis heute. Und deshalb ist es wahrscheinlich wesentlich spannender, darüber zu sprechen, wie alles anfing, als darüber, wie es endete. Aber das kann Echo wahrscheinlich besser erzählen als ich. Aber das ist eine Geschichte für ein anderes Video.